Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76 mit dem Psycho Dad. Hallo. Und Viraxo LP. Hi. Und meiner Wenigkeit, dem Quincy. 6860. Was? Ja, was? 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 So, mal gucken. Wir wollen ja in. Hier ist da noch so ein Ding hier unten. Ach, da sind wir jetzt gerade. Da sind wir gerade, ja. Na, dann gehen wir jetzt zum Museum. Juhu! Auf zum Museum. Museum. Ab ins Mottenmuseum. Ach, ins Mottenmuseum? Ja. Oh, Lego an am Stiel. Die Motten gucken. Da sind schon wieder weggelaufen. Ich komme ja schon. Motten sind voll spannend. Du hast gesehen, wir gehen jetzt ins Museum. Du hast gesägt, vor allem. Du hast gesagt, wir gehen jetzt ins Museum. Das heißt für uns Startschuss, jetzt geht's los. Wer als erstes da ist? Das stimmt. Yay! Ich habe Ohrjucken so gehabt eben. Stehen bleiben würde. Was? Ohrjucken habe ich gehabt. Nein, Rotz. Nennt sich Rotz. Oh ja, das ist ein richtig großer Platz hier. Cool. Hier werden wir bestimmt Spaß haben. Da freut sich der Kleine wieder. Oh ja. Was haben wir hier Schönes? Kupfer. Na, könnte ich eigentlich brauchen. Ah, ja. Ja, das muss aber alles schleppen wieder. Ich brauche es aber. Der Name ist Matt. Okay, was? Ich habe einmal vor mir hier. Entschuldigung. Ja. Stell dir vor, aus. Einmal, du machst eine Tür auf und vor dir steht nochmal Robocop. In nackig. Was? Ist das? Das glaube ich jetzt hier wieder alles. Point nicht Pleasant entdeckt. Ja, super geil. Bei mir noch nicht. Bei mir noch nicht. Bei mir auch noch nicht. Jetzt. Point Pleasant. Ja. Oh, ich habe irgendwas entdeckt hier. Point Pleasant. Ich glaube, wir werden gleich. Herzlich willkommen in Point Pleasant. Ich will nicht handeln. Ich auch nicht, du Bescheid. 38er Munition. Genau. Ah, okay, da oben sind verbrannte. 308er Munition. Was, wo? Da. Ach, er ist weitergegangen. Also da. Oh, den hat's aber zerlegt. Was? Das war aber schon eine erledigt. Zecke. Eine Zecke. Eine echte Zecke, oder was? Boah, das die wird ja immer größer. Ja. Geil. Weil die dein Blut trinkt, ah, ist ja geil. Nee, das ist nicht cool. Zeckengut. Ja. Also nicht, sollte ich das mitnehmen? Ich bin nicht sicher. Will ich das mitnehmen? Ich habe irgendwas. Ich sollte es nicht, aber. Ja. Blöde Viecher. So. Ah, noch einer. So. So, ich auch noch eine Ladung. Oh, ich hab Level ab. Tschüss. 45er. Ah, dann hast du wieder ein Kartendeck bekommen. Panini. Ja. Panini-Karten. Ich hoffe, eigentlich Seltenheitswert. Jo. Oh, diese Yachtflinte ist so lahm, ey. Ist wohl was. Cool. Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Nuka-Cola. Schraubenschlüssel nur mit. Geil. Verstellbar Schraubenschlüssel, Sicherung 38er Automaten. Kochstation, herstellen. Stell mal hier was her. Okay, dann stelle ich hier was hin. Kochtes Weichmehl, Schalenfleisch. Stell ich mal her. 45er, 38er Impro. Brauchst du das eine 45er, ne? Hier sind 19 Patronen. Nee, ich hab eine 44er. Ah, Entschuldigung. Du weißt das ganz gekochtes genau. Gekochtes Weichschalenfleisch hergestellt. So, ich esse mal. Entschuldigung, kannst du mir aber nicht. Kannst du nicht mehr. Sabba. Sonst geht's aber doch, ne? So. Okay. Das war's. Ciao. So, direkt eins auf die Nuss. Eins auf die Nuss. Oh, alter Falter. Alter. So. Also Kronkorkensammlerei, die macht sich jetzt ja hier richtig fett. Sag mal, wo hast du Kronkorken drin? Hier unten in dem Stall. Ich weiß ja gar nicht. Wo? Da drin. Brauchst du Kronkorken? Nö, aber man kann nicht. Wen schießt du denn da oben? Viraxus 20? Oh, ich hätte fast auf Psycho geschossen mit deiner braunen Uniform. Ja, ich bin 20.
Da, da ist sie da. Wo sind die? Funkhaken? Da unten, in dem Gebäude, auf dem Viraxo steht. Ah, okay. Oh, hier ist der Slalomlauf. Was soll das denn? Wer läuft hier Slalom? Na, hier auf dieser Brücke oben. Hier können wir aber ordentlich untersuchen, so. Fieberglasrolle, okay. Auf den Deck 45er Munition, was soll ich denn damit? 38er Munition, okay. 38er. Das ist gut. 45er, Alter, die haben gar nichts mehr hier. Nö. Hat sie jetzt ausgedreht? 38er Schießpulver. 38er Munition habe ich. Wo schießen da noch? Wo schießen sie denn? Ich sehe den Sack hier. So, schön. Das hat echt Hühnerfleisch. Hol das Fleisch, das kann man braten. Gut. So, schön, danke. Ah, auch eine 45er. Das ist toll. So, toll. So, jetzt? Ach, da unten ist eine viel. Viel Menge. So. Ich weiß gar nicht, was sie so rumgezuckt haben hier. Sehr schön. Schon mal tot. Jo. Die Frage, gehen wir runter? Nein, bleib oben. Okay. Warum? Ich gehe runter. Bleib jetzt oben. Braucht einer 45er Munition? Nein. Nö. Eine Spielzeug. Braucht einer eine Spielzeugrakete? Mottenmann-Eier? Brauchen wir Mottenmann-Eier? Ist das hier schon das Museum? Wir haben hier jede Menge, hunderte wahrscheinlich. Oh, hier liegt ein Zettel. 45er Munition könnte ich euch geben. Mottenmann, Ei. Kann man das essen oder was? Weiß ich nicht. Ich hab's nie probiert. Ich hab einen Zettel gefunden, der ist recht lang. Soll ich doch, man kann das tatsächlich essen. Oh, ja! Okay. Ich komme meinem Ziel immer näher. Ich spüre es. Da ich in West Virginia aufgewachsen bin, habe ich die Geschichte schon als Kind gehört. Und mir war immer klar, dass es nicht nur Geschichten waren, sondern die Wahrheit. Den Mottenmann gibt es wirklich und ich werde ihn finden, koste es, was es wolle. An alle meine Freunde, tut mir leid, dass ich euch zurücklassen musste. Ich weiß, ihr wart mit mir gekommen, wenn es euch möglich gewesen wäre. Er wärt mit mir gekommen, wenn es euch möglich gewesen wäre. Aber manche Reisen muss man eben allein antreten. Ich weiß jedenfalls, dass ihr im Geiste bei mir seid, genauso wie ich auch immer bei euch sein werde. Lang lebe West Virginia. Evan Stummel Miller. Okay. PS. Zack. Zack. Ich hoffe, du hast ihn. Der gute alte Zack. Der gute alte Zack, Mensch. Der ist aber auf Zack, der Junge, du. Nee, du, der ist aber auf Zack. Der ist aber Zack, auf ich Zack. Hoffe, du hast immer noch die Schrotmunition. Den Mottmann habe ich bisher zwar nicht gefunden, aber dafür hatte ich eine Begegnung mit dem Monster von Graf. Das Ding ist die reinste Bestie. So, das war's. Ja, es liest sich halt wie Zack, Mann. Nein, alles gut. Alles gut. Für uns, also wenn du das willst, ist es auch Zack für uns. Ja, das ist für mich in Ordnung. Kein Thema. Du musst das nur sagen. Ja, braucht noch eine Polizeimütze. Nein, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Scheine sich anders. Geht das schon wieder los? Das sind Insider, Leute. Ja, ja. Ja, wir haben auch sowas. Ja, ja. Oh, scheiße. Obwohl, so waren sie inside, ist das ja auch nicht. Haben wir schon mal, glaube ich, erwähnt, ne? Ja, wir haben das letzte Mal, glaube ich, erwähnt. Wir erwähnen nie was. Das ist anders schon, aber wie es dazu kam. Ja. Ja, ja. Doch, haben wir, glaube ich, erwähnt. Das war während der Aufnahme, als ich das erzählt habe, worum es ging, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Hammer. Oh, Leute, geht mal in das Gebäude. Hier gibt es so einiges. Herstellungsbank und... Ey, Leute, ich habe Genosse Moppel gefunden, da. Genosse Moppel? Ja, Genosse Moppel. Das ist mein Kollege, ey. Echt jetzt? Das ist Genosse Moppel. Ein roten Teddybär mit Herz. Ah. Oh, das ist ein Kerl. Ich verwerte mal ein paar Gegenstände hier. Ich bin in diesem Haus auf der linken Seite praktisch reingelaufen. Okay. Ja, ja, natürlich. In dem Haus auf der linken Seite. Ja, ganz klar. Das passt. Okay, ist gut. Ja, ich lauf raus, weil das. Nein, bleib ruhig da. Ich bin hier. Wir sehen doch, wo du bist. Ich bin hier. Ja, okay. Gut.
Du bist jetzt übrigens nicht mehr in dem Haus auf der linken Seite. Das ist immer so, ja, das ist immer so diese Erklärung. Die ist gut, ich liebe es. Ich habe hier einen Altar gefunden, Alter. Oh, sag mal, ich lösche gleich das Spiel hier. Warum? Was ist mit dem Sophie hier los auf der Parkbank? Sophie? Wer ist da ausgerüstet? Ich brauche doch keinen Escape, weil muss ich hier... Was soll ich mit Ölkanister? Hier ist ein Ladio. Ja, oh, ich habe jetzt zwei Telefone eingesammelt und die aufmachen. Haben überhaupt gar kein Plastik. Die blöden Telefone haben gar kein Plastik, heftig, nee, oder? Nee, haben alles, aber hallo? Kein Plastik. Und sehen echt nach Plastik. Danke dir, ja. Yeah. Und sie haben auch, stimmt, Marc, hast du ja bist, gesagt, die haben auch kein Plastik. Du bist großzügig gut, oh, toll, ich geh schon mal raus hier. Dafür nehme ich das Rezept mit. Kannst du gerne machen. Ich glaube, das Rezept machst du mal das schon. Radio trotzdem aus, bitte? Ja, na klar. So, ich schwatze das mal über, danke aus? Dir. Ich danke du. Ich bitte du. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich habe hier ein Rezept gerade aufgesammelt. Das, also ich weiß, dass du das bestimmt noch nicht hast, aber okay. Moment, ich muss immer. Ja ich habe ja mal einen Spüllappen. Wenn du einen Spüllappen brauchst, würde ich dir gerne einen Spüllappen abgeben. Nee. Wo ist denn das Rezept jetzt hin? Telefon, oh, ich könnte hier wieder alles mitnehmen, bloß dann können wir wieder nicht schnell reisen. Kantee-Werbung? Propaganda-Flyer da, dazwischen. Ja, aber das Telefon hat kein Plastik, also nein. Zum Beispiel. Weil du jetzt gerade Plastik brauchst, ne? Immer. Immer. Ja. Ich könnte dir aber eine Fallakte schenken, wenn du möchtest. Jo. Was denn? Liegt hier rum eine Fallakte. Oder eine Grubenlatüchte, wenn die wenigstens funktionieren würde. Spüllappen, der hat doch bestimmt Plastik. Der hat Plastik, das ist Kunststoff. Ach so, unter B, wie bekannt wahrscheinlich. Das könnte sein. Na, wenn es bekannt ist, ja. Dann hast du es aber schon mal aktiviert. Ja, aber dann muss es unter einem anderen Reiter auch, glaube ich, sein. Okay. Oder? Nee, doch nicht. Warte mal, bekannt. Ich habe gerade überhaupt nichts bekannt hier. Ach doch, jetzt mit in Klammern natürlich. Es gehört natürlich dazu, in Klammern. Brandbestien Fleisch. Fleische. Mega Faultierlende war es, glaube ich. Okay. Warte mal, ich lege hier mal die Rezepte hin, die ich alle schon habe. Ihr könnt euch ja. Martin, hier oben liegen Plastikgabeln rum. Ernsthaft? Ja, haha, in dem Schrank hier oben. Soll ich die einsammeln, falls du die nicht kriegst? Nee, pass auf, ich sag dir wo. Hier. Cool. Steh davor. So. Hier gibt's Rezepte. Nee, bekomme ich nicht. Hier der Stahlschrank, der Panzerschrank. Hier nicht, der hier? Oh, aber dafür habe ich einen Plastikteller hier. Das ist auch gut. Dann sammelt die Plastiksachen ein. Das versuche ich. Ich sammle. Rezepte? Plastik eingesammelt. Danke dir. So, ich entlade mich mal hier. Ich stelle dir mal einen Beutel hin. Dankeschön. Hoffe, das geht. Rezepte? Rezepte. Braucht jemand Rezept? Ja, warte doch. Ich muss ja gerne. Mal was ganz Wichtiges loswerden. Ja, so fertig! Oh Mann, ey, das war stressig. Ja, hier steht sogar, ich hab sogar hier im Minileck gehabt. Ich hab mal meine, Dankeschön. Alter Falter, ich hab mal. Oh nee, es tut mir leid. Oh, puh. Oh, ich muss raus hier. Oh, puh. Das hat schon wieder geleckt. Das war ich aber nicht. Das, oh, ist das hier ein Ort? Hier kann man alles noch untersuchen und. Rezepte. Wo bist du denn? Ich bin hier unten immer noch im Erdgeschoss. Wir kommen. Da ist er. Rezepte. Hier, guck mal, hier ist meine Papiertüte. Ja, ich bin hier, da ist die Papiertüte. Oh, die habe ich auch. Der ist bekannt. Warte, ich nehme mal das, was nicht bekannt ist. Den. Aber dass Vorkriegsgeld auch Stoff ist, das habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Also das wundert mich ein bisschen. Wir haben mich auch. Notizen, ne? Ist das, Marc? Ja. Warte mal, wollt ihr was vorlesen? Nö. Achso, ich dachte. Ich habe mir Thorsten gerade Rezepte verliehen. Also. Jetzt hat er die Fähigkeit zu kochen. Das war jetzt gemein. Ha. Ich suche jetzt das Rezept. Wie heißt denn das Rezept denn? Plastikteller. Was? Kostenloser Kochunterricht? Unter Erde. Die Rezepte, die du noch nicht kennst, sind alle unter Erde. Nicht, dass ich dir gerade Rezepte auch zugeschustert habe, die ich gar nicht lernen konnte. Okay. Weiß ich nicht. Gott, keine Ahnung. Kann sein. Also ich level nachher auch bald wieder. Ein bisschen habe ich zwar noch, aber ich level so, bald. Plastikteller.
Also auf 18 gehe ich. Wie viel hast du, Martin? Was? Was denn? Bist du Levels? Ich brauche noch. Lass mal gucken. Ich habe einen Sprung in der Schüssel. Eine gesprungene Schüssel gefunden. Oh, das Ding ist ja cool hier. Diese Brandbestie, das möchte viel. Ich haben. Also, ich brauche nicht mehr viel bis 16. Okay. Das Ding möchte ich haben. Okay. Ich brauche nicht mehr viel bis 18. Guck mal hier. Das ist das Brandbestie. Habt ihr das mal gesehen? Hm? Oh, das ist ja cool, ey. Weil das muss ich mir mal ohne Powerrüstung angucken. Total cool, ey. Wobei es geht. Also, ich brauche schon. Noch ein Drittel, also ist. Und du brauchst Plastik? Ich brauche schon noch ein Drittel Erfahrungspunkte. Und du brauchst Plastik? Ja, unbedingt. Okay, Das müsste man mitnehmen können hier, diese Brandbestie. Mit Plastik wie heißt, bist du bei mir das immer. Ist der Mottenmann, nee, das ist der Mottenmann hier. Geformtes Plastik. Der Mothman. Sehr gut. Das ist der Mothman. I am Plastic Man. Ich soll nur eins. Thank you. Ich sollte mal was trinken. Ich hab mich voll verpennt hier. Ach, siehst du, muss ich auch. Gut, dass das im richtigen Leben nicht passiert. Oh, scheiße, ich hab vergessen zu trinken. Ja, alle 5 Minuten was trinken oder was? Boah, das ist schlimm, ey. Oh je. Ja. Bestimmt. Ich erst mal Runde Cram. 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 Ich find mal. Festlich. Was kann man hier noch? Knusprige Köterkeule, Mausesaft. Pardon. Mutterbeerensaft. Pommes, ich könnte Pommes. Wieso ist der radioaktiv? Das ist ja Mist. Damn. Es ist halt Mutterbären, ne? So. Red away. Wenn du an Mutter als ihre Bären rumknabberst, dann sollte das wohl Strahlung geben. Meinst du das nicht daran? Okay. Ja. Schälen wir noch zweimal Plastik und viermal Blei, okay. Viermal Blei. Blei Buff mit out. Blei könnte ich dir vielleicht Buff out. Mhm. Erhöht den Durst, das wollen wir ja gar Blei, nicht. Blei, Blei, Blei. Bitte. Blei, ja, da ja, kann ich aushelfen. Super. Nimm jetzt doch mal ein Red Away. Danke dir. Jo. Ein Red Away verdünnt. Verdünntes Red Away. In der Tüte hier. Zack. Ach, oben ist er. Schon. Stimpack verdünnt. Ich kann runterkommen. Alter. So, ich könnte schnell hochkommen. Hochgehealt. Ah, dankeschön. Dankeschön. Oh, ich hab was zu essen. Hat einer hier Hacker-Skill? Was zu essen? An der Tür. Du hast voll viel Essen gegeben. Was? Warte mal, Essen? Gebe ich dir mal zurück. Ja, ja. Was? Essen? Du hast ganz viel verdorbenes Fleisch und so. Ja, nee, das kannst du wegschmeißen. Das hat sich eigentlich weggeschmissen. Ach so. Kannst du aber doch. Kannst du essen übrigens, ne? Kannst du essen? Nimmt dir nicht viel Gesundheit. Sag mal, hat einer hier Restrooms? Ich würde gerne mal aufs Klo gehen. Kann hier mal einer die Tür öffnen hier? Erfordert Skill 2, dein Skill 1. Martin, achso, Moment, ich kann ja... Nee, kann ich auch nicht. Ich hab schon versucht. Mensch, kannst du denn gar nichts? Also ich kann skillen. Ich kann leveln. Ich krieg Rüstung wie 25% weniger. Ich kann ziemlich cool in einer Armee-Uniform aussehen. Du siehst aber auch, mein Lieber, also... Ja, ne? Siehst du, das kann ich gut. Wahnsinn, der Typ sieht dir cool aus auf der Parkbank, ey. Ja. Vorkriegsgeld. Was haben wir hier? Was mit dir los? Alien. Der lag hier so rum, war mich hier schon drin. Oh, das ist der Mothman! Der Mothman! Ich hab ihn gesehen! Hier, der Mothman! Wart ihr schon hier? Okay. Der Mothman. Du meinst die Statue, ne? Ja. Ja, ja. Ist klar. Und dahinter ist sogar ein Altar, Alter. Muss man ja alles untersuchen. Das Werkstatt, Gegenstände werden 25% weniger Materialien verbraucht. Werkstattgegenstände? Mothman Ei sammeln. Was kann man mit den Eiern machen, sag mal? Bestimmt kochen. Jetzt? Hast du die alle eingesammelt oder was? Kannst du Schufe in der Schufe 1 erstellen, hab ich auch schon. Was? Ja, kannst du nicht alle einsammeln, ein paar. Das wollte ich nicht. Oh, die schlüpfen aus. Ich fühle, wie sie schlüpfen. Right away, entfernt 30% mehr Strahlung, das ist schön. Mal sehen, das kannst du Energiewaffen herstellen. Ja gut, dann muss ich das wohl nehmen. Notiz von Miller hast du ja vorgelesen. Ja.
glaube ich. Bis lange. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Genau. So, hier ist nichts. Hier oben kann man hochgehen. Hier warst du bestimmt schon, ne? Hier ganz oben aufs Dach. Hi, Jungs. Na, alles klar bei euch? Hm. Hey, wer liegt hier rum? Wo seid ihr denn da? Okay. Ich habe Psycho Dead gefunden, also Psycho Dead. Sehr gut. 38er, Schrottpatrone. Was? Die Bonbon wirkt nicht mehr, alles klar. Splittermine, ich brauche keine Splittermine. Ich habe sie gefunden, hier ist sie. Wieder durchgetrampelt. Wer ist denn da durchgetrampelt? Das ist auch der kleine Viraxo. Was? Ja, da. Hast du die Radioaktivität hier verstreut? Nee. Nein. Oh Mann, ist das hier interessant. Ich halte das hier nicht mehr aus. Spiel! Waren wir hier oben schon? Nee, das geht gar nicht. Doch Marc ist im Keller, oder? Der ist immer im Keller. Nee, ich weiß gerade nicht, wo ich hier stehe. Ich gucke gerade hier meine Karten durch. Hier waren wir schon drin, ne? Ein leiser. Ja. Hier stinkt so, ja. Hier war ich schon drin. Was? Hier stinkt so? Oh, die Plakate. Ich will alles haben. Alles klar. You can win a new car. You can win a new car. Imagine you know life. Wo sind sie denn? Waldo. Okay. Was ist das hier? Oh. Toto ist da hinten irgendwo? Ja. Wir erforschen wir hier. Irgendwo, irgendwo. Wir sind hier an der Universität. Ja, ich hab dich schon gefunden. Ja, ja, wie du am Forschen bist. Hm? Du bist auch so viel am Forschen. Hast du mal einen Feldstecher dabei? Ja. Was summt hier denn so? Das ist bestimmt meine Rüstung. Alles klar. Ah, ich kann wieder Schrotpatronen haben. Handel wird angeboten. Ich will aber nicht handeln. Gott, ich will nicht handeln. Ich auch nicht. Aber ich wollte springen. Das ist leider hier ist eine Laborstation. Waffenwerkbank, alles klar. Yay. Kühlbox. Eine Keramikschale. Martin, hier gibt es eine Keramikschale. Sehr schön. Auch in Plastik? Sag mal, hast du jetzt ehrlich? Nur, oh. Was ist denn das mit den Eiern? Hier ist Munition, ja. Futtern, cool. Oder? Ja, was kostet das? Ob man die essen kann, hat die schon einer von euch probiert? Wen denn? Die Eier. Ich weiß es nicht. Probier doch mal. Eine Patrone kostet 4 Kronkorken, das ist ja super teuer. Ja, deswegen habe ich auch nichts gekauft. Ne, kaufen? Alter, wieso? Will da einer mit dir handeln oder was? Nee, ich kann es nur kaufen. Oh. Ich kann es nicht handeln. Ach, hier an dem Automat jetzt, ne? Ja. Ah, ja. Mottenmann, naja, schauen wir mal. Nein, man kann sie nicht essen. Man kann sie nicht essen, dann schmeiße ich die weg. Was, die Mottenmann-Eier? Oder Moment. Doch, Moment, man kann sie essen. Kochen, ne? Stimmt, tatsächlich, man kann sie essen. Man kann sie essen, ja. Aber dann schmecken sie auch. Dann sind sie auch bringt gut. Aber fast gar nichts. Das heißt, die musst du wahrscheinlich in so eine Speise umwandeln. Okay. Das würde ich auch machen. Da würde ich auch eine leckere Mottenmann-Speise draus machen. Aber Mottenmann, das klingt so nach Kannibalismus. Ja, wir sind doch Kannibalen, Martin und ich. Ja, aber nur freizeitmäßig. Ja, aber das aber mit viel Liebe. Ja, das ist ja richtig. Das stimmt. Ich habe eben Schiss gekriegt, irgendwer galoppiert da in der Nähe. Ja, das ist nicht mal so. Oh, warte mal, oh. Ey, das sieht ja cool aus. Oh, Alter, guck mal hier, jetzt die Motte. Jetzt haben wir endlich mal den Altar gefunden, den ich vor einer halben Stunde schon erwähnt habe. Ja, ja. Wart ihr denn schon hier, oder was? Ich war schon da. Na toll. Nee, ich war auch noch nicht da, also... Ich warte, ja. Ich mach hier auch nichts kaputt. Das ist gut. Was ist das finster hier? Warum ist das so finster? Bierflasche. Alter. Das sieht das cool aus hier, also ohne Quatsch, du. Oh, dann rennt er wieder das Wisch. Was denn? Sorry. Das heißt, der Mottenmann muss hier leben, oder? Na, jetzt glaube ich nicht mehr. Ist das sowas wie so ein Zwischengegner? Ich weiß, der Mottenmann soll ein Gegner sein. Ah, ja. Also tatsächlich.
Dann muss er doch irgendwo hier zu finden sein. Das heißt, wir könnten, es kann sein, dass wir irgendwo eine Quest Das heißt, es kann sein, dass er uns den Arsch aufreißt, weil er vielleicht sowas wie Level 50 ist oder so, ja? Ach, das kann, glaube ich, durchaus sein, ja. Ah, Plastiklöffel. Hier ist noch ein Plastiklöffel. Ist ein Plastik, in was? Ah, Plastik. Sehr gut. Eine hohe Flasche ist hier. Braucht ihr eine? Ja, aber. Komm, Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen hier oben. Hier hängt ja noch was dran, ey. Schrott, Plastiklöffel. Ich lasse den Löffel gleich am Stück fallen. Okay. Mhm. Dankeschön. Bitteschön, weil ich ja haben wir leider keine Werkbank. Jo, kein Thema. Alles da. So. Hier drüben waren wir schon, wa? Ja. Dann haben wir den Antrag gesehen. Noch eine Heile aus, bist du sicher, dass wir hier schon waren? Die Brücke, da sind wir rüber. Nee, doch. Ich glaube nicht, dass wir schon überall waren. Das ist relativ groß, ne? Ja, ja, ist es ja. Und was redest du dort über eine Brücke? Über diese Brücke sollen wir rüberkommen? Nee, auf keinen Fall. Na, oben rüber bin ich rübergegangen. Achso, ja, das kann sein. Schon allein. Ach, hier ist auch wieder so ein komischer Sensor. Automat. Eine Zecke? Ja, da ist auch noch eine. Vorsicht, hinter dir. Moment. Ah, die ist schon tot. Okay. Zeckenblut, sag ich, das kann man essen. Na klar. Ja, aber da kann man nur wir was draus machen. Da kann man Antiseptikum draus machen. Ah, ja. Okay. Dann nehme ich mich mit. Alter Verwalter. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Die Folge ist schon wieder vorbei. Bei 25 Minuten sind wir schon wieder. Denn? Ist das total? Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, wo waren sie denn? Ja, Leute, dann brechen wir hier. Jo. Alles klar. Und stoßen ins Horn. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bis zum nächsten Mal, genau. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.